Kennst du das Problem, wenn beim Spielen die Finger abhauen? Sich also unerlaubt vom Griffbrett entfernen? Die schlechte Nachricht ist, ohne Üben wird das nicht besser, aber die gute Nachricht ist, dass ich dir heute einen Song vorstelle, der dir dabei hilft, die Finger in den Griff zu bekommen. Obwohl, das klang jetzt komisch, denn ein Griff ohne Finger wäre gar nicht möglich. Und weil es ein Song ist, der richtig Laune macht, macht es das Üben auch gleich angenehmer. Hallo, auf den Song bin ich durch dieses Internetvideo gestoßen. Der Song ist von Huey Lewis und nennt sich Working for a Living. Den Originalsong habe ich unter dem Video verlinkt. Und obwohl es musikalisch einwandfrei klingt, was diese Bassistin hier spielt, dachte ich mir, es müsste doch irgendwie möglich sein, die Finger besser zu kontrollieren, damit das Ganze einfach eleganter aussieht. Denn obwohl ich musikalisch nichts zu meckern habe, wirklich entspannt sah die Bassistin bei ihrer Performance nicht aus. Zunächst möchte ich dir zeigen, wie sie es gespielt hat. Es geht los mit dem A-Dur-Dreiklang. Sie spielt also zunächst zweimal den Grundton A im fünften Bund der E-Saite, danach den Ton Cis im vierten Bund der A-Saite und danach den Ton E im zweiten Bund der D-Saite. Sie macht das aber, also das an sich ist schon nicht ganz so einfach, wenn man Finger pro Bund verwendet. Und sie nimmt dafür die enge Lage, in der man also nur drei Bünde abdeckt und deswegen muss sie dann, um den letzten Ton, das E zu erreichen, die Hand irgendwie strecken. Und dann kommt sehr viel Bewegung rein. Ich würde nicht sagen, dass das falsch ist oder irgendwie völlig unmöglich. Ich bin nur auf der Suche danach, es irgendwie eleganter zu machen. Und danach spielen wir Töne aus der Tonleiter abwärts. Zweimal das G im dritten Bund der E-Saite, dann das Fis im zweiten Bund der E-Saite und die leere E-Saite. Und daraus ergibt sich dann eben diese Basslinie. Oder wie sie das gespielt hat mit dieser engen Lage. Unter dem Video findest du den Link zum kostenlosen PDF mit allen Noten und Tabulaturen aus diesem Video und auch den Backing Track in verschiedenen Geschwindigkeiten zum Üben. Bevor ich dir zeige, wie du diesen Song zur Verbesserung deiner Technik einsetzen kannst, möchte ich dir zunächst mal zeigen, wie ich diesen Song live spielen würde, wie ich es am entspanntesten für mich finde. Zunächst mal muss ich dazu sagen, dass die Original-Basslinie andere Töne enthält. Und zwar geht es richtig los mit dem Ton A. Danach kommt aber nicht der Dreiklang, sondern es kommen die Töne C und Cis im dritten und vierten Bund der A-Saite. Und danach geht es mit den richtigen Tönen weiter. G, G, Fis, E, die ich schon erklärt hatte. Dann haben wir also diese Linie. Und was ich live machen würde, wäre das Ganze mit der leeren A-Saite zu spielen, also nicht das A hier im fünften Bund, sondern das A als Leerseite. Und dann kann ich hier ganz bequem mit der engen Lage das machen. We'll be right back.
bevor jetzt wieder diese ganze Diskussion losgeht, weil es viele Bassistinnen gibt, die sagen, dass man Leerseiten vermeiden sollte, weil sie schlechter klingen, weil sie schwieriger zu kontrollieren, schwieriger abzudämpfen sind. In diesem Fall ist es einfach entspannter und auch viel einfacher, hohe Geschwindigkeiten damit erreichen zu können. Ich spiele es jetzt zum Beispiel anstelle des Originaltempos von 158 mal mit 205 Schlägen pro Minute, was schon ziemlich schnell ist. Klar, in diesem absurd hohen Tempo ergibt es musikalisch keinen Sinn. Der Song klingt nicht gut, wenn man ihn zu schnell spielt. Aber das war jetzt nur mal so als Übung gedacht. Wenn du sehen möchtest, wie ich diesen Song wirklich spielen würde, den Link findest du auch unterhalb des Videos. Was ich noch nicht gezeigt habe, es gibt ein paar Variationen anstelle des normalen Riffs. Wenn ich jetzt mit Leerseite mache, dann gibt es die Variation, dass man das G einfach hier eine Oktave höher spielt. Die Bünde 5, 4 und 2 auf der D-Seite. Oder auch, dass man noch hier die leere D-Seite mit reinspielt. Also das G im fünften Bund, dann Leerseite D und dann vierter und zweiter Bund der Leerseite D. Dann klingt das so. Das sind nur so kleine Variationen, steht auch alles im PDF, was du kostenlos herunterladen kannst. Und dann gibt es noch die Stelle, wo das Ganze einfach eine Seite höher gespielt wird, also nicht auf dem A anfängt, sondern auf dem D. Und dann habe ich mir gedacht, wie würde es denn aussehen, wenn ich das Konzept anwenden würde, Leerseiten zu vermeiden, wann immer möglich, und dabei aber die Finger näher am Griffbrett zu lassen, wie das Ganze eleganter aussieht. Und daraus ist dann diese Übung entstanden, dass ich also das A doch wieder hier im fünften Bund der E-Seite spiele und jetzt eben dabei versuche, die Finger nicht wegwandern zu lassen vom Griffbrett. Du kannst allerdings sehen, dass mein kleiner Finger auch Anstalten macht. Er bewegt sich leicht weg vom Griffbrett. Er macht unkontrollierte Bewegungen. Das würde ich gerne noch weiter verbessern. Ich weiß, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe. Da sah das viel schlimmer aus. Das heißt, ich habe schon einen Prozess hinter mir, aber es könnte immer noch besser sein. Nichtsdestotrotz behaupte ich jetzt einfach mal, dass meine Hand jetzt schon kontrollierter aussieht als das Beispiel, was wir vorhin gesehen haben. Sehen wir uns dann noch den Zwischenteil an, der besteht hier aus diesen Tönen. Wir spielen einmal die Tonleiter abwärts, G im fünften Bund der D-Seite, das Fis einen Bund darunter, das E zwei Bünde darunter, dann auf der A-Seite das Cis im vierten Bund zum D im fünften Bund der A-Seite. Das hört sich dann so an. Mehrmals. Und dann kommt das Ganze so ähnlich, aber ein Teil dieser Linie ist dann nach unten oktaviert. Wir beginnen auf dem G hier unten. G im dritten Bund der E-Seite, Fis im zweiten Bund, leere E-Seite. Das Cis im vierten Bund der A-Seite. Und dann die Tonleiter ab diesem D im fünften Bund der A-Seite abwärts. C dritter Bund der A-Seite, B zweiter Bund der A-Seite und dann das A im fünften Bund der E-Seite. Das klingt dann so. Wiederholung. Zu guter Letzt dann das E im siebten Bund der A-Seite und das E als Leerseite. Jeweils zweimal. Das würde dann so aussehen. Cause I'm
wenn du einen 5- oder 6-Seiter hast, wird das Ganze sogar noch komplizierter, weil du dann sogar die leere E-Seite vermeiden kannst, indem du das E im fünften Bund der B-Seite spielst. Und so komme ich dann also zu dieser Übung, das Ganze komplett ohne Leerseiten zu machen. Also das normale Riff hört auf diesem E im fünften Bund auf, anstelle E-Leerseite. Alles andere bleibt gleich. Und dann bei dieser Variation, die auf dem G im fünften Bund der D-Seite beginnt und dann die leere D-Seite zur Folge hat, also so, da versuche ich dann auch anstelle der leeren D-Seite das D zu greifen im fünften Bund der A-Seite. Dann sieht das so aus. Das ist relativ schwierig, besonders wenn es dann schnell wird. Und in dem Zwischenpart spiele ich dann auch nicht G, Fis, E, Leerseite, sondern eben G, Fis und das E im fünften Bund. Und an der Stelle, wo diese Oktaven von E kommen, mit E, Leerseite, spiele ich dann in der gleichen Lage das E im zweiten Bund der D-Seite und anstelle der Leerseite E, E im fünften Bund der B-Seite. Ist auch komplizierter zu spielen, aber es soll ja dazu dienen, um eine Herausforderung für unsere Technik zu sein. Und wenn du das drauf hast, können wir natürlich versuchen, das Ganze auf Geschwindigkeit zu bringen. Ich gehe jetzt mal von 158 auf 190 Schläge pro Minute. Es ist also egal, ob du einen 4-, 5- oder 6-seitigen Bass spielst, aus diesem Song kannst du unheimlich viel herausholen für deine Technik. Alle Finger sind gefragt und gefordert. Jeder Finger muss jederzeit bereit sein und darf also nicht abhauen und sich zu weit vom Griffbrett entfernen, wenn du es nicht so verkrampft angehst, wie die Beispielbassistin, die ich dir zu Beginn des Videos gezeigt habe. Zur Erinnerung, die Backing-Tracks, die ich auch heute hier in diesem Video verwendet habe, die findest du in den verschiedenen Geschwindigkeiten zum Üben kostenlos auf meiner Homepage. Auch das PDF mit allen Noten und Tabulaturen. Und den Link natürlich findest du unterhalb des Videos. Und ich weiß schon, dass es langweilig ist, wenn immer alle Musiker um Likes und Abos betteln, aber es hilft wirklich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich bin übrigens überrascht über das gute Feedback, das ich zu den Drill-Trainings bekomme aus meinem Kurs Jazzbass für Einsteiger. Bei diesen Drill-Trainings, da geht es oftmals darum, eben, dass man sich bestimmte Sachen überlegt, wie werden sie komplett ohne Leerseiten gespielt oder wie kann man sie mit möglichst vielen Leerseiten spielen. Nicht, weil das eine richtiger oder falscher wäre als das andere, sondern weil man einfach die Birne einschalten und viel mitdenken muss. Und deswegen haben mich auch schon einige Teilnehmerinnen als Folterknecht bezeichnet, weil sie behaupten, ich würde sie also quälen mit diesen Drillübungen. Aber in Wirklichkeit kam eben das positive Feedback, dass die Teilnehmer es dann wirklich als sehr nützlich für ihren Fortschritt empfunden haben. Und wenn du als völlig Ahnungsloser in weniger als einer halben Stunde dazu kommen möchtest, auf deinem Bass Jazz zu spielen, dann klicke jetzt auf dieses Video.